Sie sind hier, 26. November 2018, 21.53 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Werder Bremen ist sportlich und wirtschaftlich in der Spur. Urheberrecht Getty Images. Werder Bremen schließt ein Geschäftsjahr zum dritten Mal in Folge mit einem Überschuss ab. Eine Rücklage in Höhe von 1 Million Euro schmälert das positive Ergebnis. Zum dritten Mal in Folge hat Bundesligist Werder Bremen ein Geschäftsjahr mit einem Überschuss abgeschlossen. Wie der Vorstandsvorsitzende Klaus Wilbry auf der Mitgliederversammlung der Hanseaten am Montag bekannt gab, wurde in der Saison 2017-2018 ein Gewinn von rund 500.000 Euro erzielt. Mit diesem stabilen Jahresergebnis ist es uns auch weiterhin möglich, auf einer soliden wirtschaftlichen Grundlage zu arbeiten. Wir erarbeiten uns mehr Handlungsspielraum und werden nach und nach unabhängiger von Transfererlösen in der Bundesliga, sagte der 51-Jährige. Anzeige, jetzt das neue Trikot von Bremen kaufen, hier geht es zum Shop. Geschmälert wurde das positive Ergebnis von einer Rücklage in Höhe von 1 Million Euro. Diesen Notgroschen hält der Bundesliga-Siebte vor, um finanziell für den Fall gerüstet zu sein, dass die Bremer Innenbehörde den Rechtsstreit mit der deutschen Fußballliga DFL um die Übernahme der Polizeikosten von sogenannten Risikospielen gewinnt. Mit einer letztinstanzlichen Entscheidung wird für 2019 gerechnet. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.